me mettre à trouver. À part, le coup en avant. L'équipe décrochage. L'équipe décrochage. Le groupe, direction, plein nord, pour atteindre le premier point dangereux. Itinéraire, par la piste, formation par équipe successive, équipe bravo en tête, suivi de moi-même, Alpha. 6. Oui. Yo. À l'assaut. Die dritte Kompanie des ersten Regiments der berühmt-berüchtigten Fremdenlegion übt den Parademarsch. Und der ranghöchste Deutsche in der Legion mimt den Oberbefehlshaber, den Präsidenten der Republik. Wir sind in Aubagne, einem Vorort von Marseille, dort, wo jede Legionärskarriere beginnt. Der Mythos der Fremdenlegion hat Frankreichs koloniale Glorie überlebt. Jahr für Jahr bewerben sich tausende junger Männer aus aller Herren Länder auf der Suche nach Abenteuer und Herausforderung, Disziplin und Kameradschaft. Die Legion hat den Bewerbern Anonymität versprochen, bis zur Aufnahmeprüfung allemal und auf Wunsch auch danach. Deshalb dürfen wir die Neuen nur von hinten filmen. Die Legion kann es sich erlauben, wählerisch zu sein. Von 8 Kandidaten fallen 7 durch. Viele schon bei der medizinischen Untersuchung, andere beim Psychotest. Sie werden jetzt den ersten Test machen. Dieser Test sind 58 persönliche Fragen. Diese Fragen beantwortet ihr alle mit Ja oder Nein. Ihr beantwortet aber alle Fragen. Die sind ziemlich persönlich, aber ihr beantwortet alle. This is now your first test. Eine Chance hat nur, wer mindestens 17 Jahre alt ist und höchstens 40. Dazu unverheiratet und körperlich fit. Anpassungsfähig und ohne Skrupel. Gebrochene Herzen zählen nicht und nach Schulden fragt auch keiner. Nur fürs Strafregister der Bewerber interessiert sich der militärische Geheimdienst, der sich bei der Legion als Büro für Statistik tarnt. Ein Dolmetscher übersetzt beim Verhör. Sind Sie Junggeselle und ohne Kinder? Will der Offizier wissen. Jawohl, antwortet der Bewerber. Frei im Geiste wie im Herzen, lautet die Formel für die Personalakte. Der junge Mann in der weißen Sporthose ist Ungar und zum ersten Mal von zu Hause weg. Der Bewerber spricht kein Wort Französisch und hat noch keinen Beruf erlernt. Jetzt will er Krieger werden. Wer zum Friseur gerufen wird, hat es geschafft. Der Tête Zéro, zu Deutsch Nullkopf, macht aus einem Mann einen Legionär. Der wöchentliche Haarschnitt ist frei, wie Kost und Logis. Dafür fällt der Sold eher bescheiden aus. 5.500 Francs im Monat, rund 1.600 Mark. Aber die meisten lockt sowieso nicht das Geld, sondern die französische Staatsbürgerschaft. Wer 15 Jahre durchhält, wird mit einer ordentlichen Pension belohnt und mit einem Platz im Altersheim oder auf dem Ehrenfriedhof, je nachdem. Die Offiziere der Fremdenlegion logieren standesgemäß. An der Bar treffen wir Major Hans Eberle wieder. Er stammt aus Karlsruhe und ist als 18-Jähriger seinen Eltern davongelaufen. Seitdem hat er alles mitgemacht, was die Legion zu bieten hat. Mehrere Einsätze in Afrika, den Golfkrieg und zuletzt die Friedensmission in Bosnien. Wenn Sie heute noch mal ein junger Mann wären, würden Sie wieder eintreten in die Legion? Ja. Mit all den Erfahrungen, die Sie heute haben? Unbedingt. Ja, unbedingt. Warum? Denn ich bin heute davon überzeugt, dass ich meinen Schuh für meinen Fuß gefunden habe hier in der Legion. Wie kommt es denn, dass heute vergleichsweise wenige Deutsche sich bewerben? Ja, Klaus,
Komm doch mal ins Bild, schau mal dein Profil an. Ich komme ins Bild. Du lebst doch gut. Schau mal, hier in der Legion sind wir alle magere Schakale. Ja, und ich bin dick. Und jetzt versuche ich den Vergleich zu ziehen. Die Deutschen, die Engländer, den Mitteleuropäern geht es ja heute gut. Es ist kein bestimmter Grund, ein generaler Grund, in der Legion zu engagieren, wie damals in der Nachkriegszeit. Als es allen schlechter ging. Wo es schlechter ging. Haben Sie selbst denn schon mal Lebensgefahr erlebt? Waren Sie... Lebensgefahr? Ich fühle mich gut. Nein, ich meine eine so gefährliche Situation. Es war nicht wie der Papa. Was mich ganz bescheiden machen lässt, hör zu, Klaus. Mein Vater hat in Stalingrad gekämpft, hat einen Fuß verletzt gehabt. Er war eben überall dabei, wo was los war. Und ich könnte mich nicht so, verstehst du, ich könnte das nicht sagen, dass ich wirklich Lebensgefahr. Aber es war schon ein bisschen Geplänkel dabei. Ab und zu kam eine Kugel angeflogen. Sie galt nicht mal dir, aber sie war eben da. Eine kleine Anekdote, um die Sache ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Ich war schon 4 Monate oder 5, sogar vielleicht 6 in Sarajevo gewesen. Abends gemütlich im Bett gelegen. Man muss nicht mal an der Front stehen in Sarajevo, um zu sterben. Und ein Buch gelesen, das war von Jean-Marie Remarque, Im Westen nichts Neues. Das hat geklappert in dem Buch, das hat eingeschlagen überall. Und draußen, vor unserem PTT-Building, wo wir gelebt haben, war auch ziemlich viel Dekoration. Denn jeder hat ein bisschen geplänkelt, geschossen und so weiter. Es war ziemlich viel Unterhaltung da. Und da las ich mein Buch. Auf einmal kam eine Bastos, sagen wir, eine Kugel angeflogen und hat sich ein paar Zentimeter über meinem Schädel umgelegt. Das heißt, da runtergefallen. Er ist da in Beton gefallen und runter. Hat aber nicht mir gegolten. Das waren 2 Kameraden, die waren gegenüber von der Sniperallee gelesen. Und da hat sich einer amüsiert, hat ins Fenster geschossen. Und die 2 Kameraden kamen sofort rein in mein, ich war im Bett gelegen mit dem Buch in der Hand, gerade so runter, und die Kugel, da habe ich ihnen gegeben, da hat sich die Hand noch dran verbrannt. Da haben wir dann unseren General gerufen und er hat gesagt, ja Hans, das ist eine Gelegenheit, um ein bisschen Shampoos zu trinken, Champagner. Da haben wir Champagner in unserem Clubhaus getrunken. Naja, das war eine kleine Anekdote. Ich sage dir es nochmal, das soll nicht heißen, aber dadurch, das macht uns bescheiden, denn man weiß, dass das Leben manchmal an einen ganz kleinen Faden hängt. Verstehst du? Das Café de la Gare ist eine typische Legionärskneipe. Einmal in der Woche gibt's Karaoke und jeder darf, wie er kann. Ein Pastis kostet 5 Francs, ein Bier das Doppelte und die Bräute vom Hafen nehmen 100 Francs die Stunde. Frank Seidel kommt aus Ost-Berlin. Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, ist er gleich rüber in den Westen. 5 Wochen später war er bei der Legion. Seine beiden Kumpels hat er hier erst kennengelernt. Das ist aber nicht das einzige deutsche Lied in der Legion, oder? Nee, ganz gar nicht. Ja, mehr. Mehrere Lieder. Haufenweise. Aber so. Westerwald gibt's auch. Schwarze Rose. Die Schwarze Rose aus Oran. Das sind ehemalige alte deutsche Lieder. Die haben sie ein bisschen umgesendet, weil das Marschkommando ist. Schwarze Rose. Da kann man gut marschieren dazu. Schwarze Rose war. Weil die haben einen langsamen Schritt, wie damals die. Haben sie verboten in Algerien. Armee hat sie halt. Ist denn da heute noch was übrig geblieben? Ich sag mal, von dem alten Nazi-Geist spürt man ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht, sag ich. Alles rausgeholt. So viele verschiedene Nationen, wie es in der Legion gibt. Nein, nicht. Nichts mehr. Haben sie alles rausgeholt, ne? Jeden einzelnen Text, der noch irgendwie so in die Richtung gehen könnte oder sowas. Haben sie alles rausgeholt. Ja, ist ja logisch, ne? Und damals, 69, 70, haben sogar noch manche in der Legion Deutsch gesprochen, ne? Weil eben halt viele Deutsche waren. Vorher mal Deutsch gesprochen. Weltkrieg.
Da haben ziemlich viele Deutsche, ganz alle nach Amerika geschickt. Wenn dann in französische Guyana hingeht, hat man einen Friedhof. Da ungefähr, ohne Quatsch, 95% Deutsche liegen darauf. Der Rest sind Franzosen und sonst was noch. Aber da war so, haben wir Deutsch gesprochen? So die Gewehre präsentiert haben und sowas davor, hat man viel haben gesehen. Haben wir Deutsch gesprochen in der fremden Legion vorher, in Algerie? Waren Sie denn schon mal in der Situation, dass Sie auf einen Menschen schießen mussten? Nee, noch nicht. Jetzt? Sie auch nicht? Und wenn das passieren würde? Ja, das wissen wir nicht. Ja, wenn es um meine eigene Haut geht, würde ich natürlich schießen. Vorher, wo ich... Ah, ja, okay. Ja, sicherlich. Ich war schon in der Situation damals. Ich war in Jugoslawien gewesen, aber... Da kannst du sowieso nicht schießen drauf. Bevor nicht die Pfeile von ganz nach oben kommen. Wenn von oben der Befehl kommt, bis der unten angekommen ist. Entweder sind wir tot oder ist er weg. Das dauert Ewigkeiten, bevor einer überhaupt sagen kann, ja. Weil es sind so viele, das ist so eine große Verantwortung dazu. Um ja zu sagen, bloß zu schießen. Man kann ja immer losschießen auf die Leute, ne? Das ist verboten sowas. Das wird dann halt wie Mord betrachtet, ne? Ich bin nicht aus Jugoslawien, Alter. Ich bin nicht da. Jugoslawien, wo ist Ihre Freundin? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jemand, naja, das Anrufbeantworter geht ja. Aber die Legionäre haben doch viel Schlacht bei den Frauen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe meine feste Freundin, da bleibe ich auch, ne? Ja. Die ist auch noch in Deutschland. Ich wechsle so ab und zu mal hin und her und das. Und ich bin dafür, dass wenn man jung ist, muss man noch leben. Ne? Später kann man immer noch Frauen und Kinder suchen und so weiter. Jetzt 25, das reicht aus. So. Man hat Zeit dafür. Aber warum kommen sie nicht in Uniform? Hat man da nicht mehr Chancen? Nö, die wissen das schon. Wenn man so eine Haare hat, wissen die das schon. Ne? Oh, jetzt können sie gehen. ...1500 Mann gehören zu Frankreichs fremder Armee. Während des Indochina-Krieges, Anfang der 50er Jahre, waren es fast zur Hälfte Deutsche. Heute sind es noch ein paar hundert, verstreut über die französischen Garnisonen und in Übersee. Engagés volontaires, vous allez faire vôtre la devise Légion étrangère, honneur et fidélité. Wir sind beim Ausbildungsregiment in Castelnaudary am Fuß der Pyrenäen. Im Morgengrauen spricht Hauptmann Gastin von Ehre, Treue und Pflichterfüllung. Nach einem Monat dürfen die neuen Legionäre der 4. Kompanie zum ersten Mal ihr Képi Blanc aufsetzen. Das Symbol für Männlichkeit pur. Quel Regiment tu veux aller? Sixième Ring, vous prenez. Sixième Ring. Der Regimentskommandeur lässt es sich nicht nehmen, den Männern das begehrte Legionsabzeichen selbst anzuheften. Für jeden findet er ein paar persönliche Worte, die nicht jeder auf Anhieb versteht. Bienvenue à la Légion étrangère. Okay, et c'est mon commandement, on attaque. Go! Wichtiger Teil der Ausbildung ist der Nahkampf. Okay. Et je commence ici avec ma tête. Hein? Important c'est ici faire les contacts avec lui. Comme ça il peut pas bouger. Wird ein lautloser Angriff befohlen, töten Legionäre ihre Gegner mit dem Bajonett, mit der Drahtschlinge oder notfalls auch mit bloßen Händen. Ihr müsst den Kopf fixieren, damit der Kerl sich nicht mehr bewegen und nicht mehr schreien kann, sagt der Sergeant. Okay, allez, on arrête. Allez à position. Okay, on travaille à trois temps. Les premiers temps, les mailles passent. Le long de passe de sens. Das Marschtempo der Legion ist betont langsam. 88 Schritt pro Minute. Dazu passen die deutschen Lieder besonders gut.
Den Text muss jeder Legionär auswendig lernen, auch wenn es schwerfällt. Auf einer Stube wohnen 12 Mann. Jeder von ihnen hat ein Bett und einen Spind. Aber das war's dann auch. Hier gibt's keine Leselampe, kein Radio, keine Bilder an der Wand. Und keine Privatsphäre. Dafür aber reichlich Gelegenheit, sich eine Disziplinarstrafe einzuhandeln. Die Rückenfalten des Uniformhemdes müssen exakt 5 cm über dem Armausschnitt beginnen. Und wie in jeder Armee der Welt kontrollieren die Vorgesetzten mit großer Sorgfalt die Einhaltung der Vorschriften. Kapitän, was muss ein Legionär denn noch können? Alles. Er muss alles machen. Bügeln, nähen und so weiter. Und kämpfen auch. Natürlich. Zuerst und vor allem aber muss er Französisch lernen. Die Kommandosprache der Legion. 2 Stunden täglich. Où es-tu né? Dans Salves. Où es-tu né? Je suis né à Rio de Janeiro. Très bien. Gonçalves, tu poses la question à Gulbis. Où es-tu né? Gulbis, où es-tu né? Je suis à Riga. Je suis né. Je suis né à Riga. Très bien. Gulbis, tu poses la question à Delbar. Où es-tu né? Delbar, où es-tu né? Je suis né à Genève. Très bien. Ainsi. 500 Vokabeln sollen fürs Erste reichen. Die eine Hälfte militärisch, die andere zivil. Nach 4 Monaten wird abgefragt. Très bien. Ça c'est facile également. Allez, ça va. Allez, allez, allez. Dieser kleine Privatzoo liegt auch auf dem Kasernengelände, direkt hinter der Kommandantur. Haben die Legionäre ein besonderes Verhältnis zu Tieren? Immer, immer. Woran liegt das? Überall, wo ein Legionär ist, da sind Tiere. Da haben wir auch Affen in Djibouti. Ja. 3-mal täglich tönt aus den Lautsprechern Militärmusik. Die Tiere sind daran gewöhnt. Was fressen die am liebsten? Brot. Brot fangen sie am liebsten. Haben Sie das jetzt von Ihrer Ration abgespart? Das Brot von gestern, ja. Warum es wegschmeißt, oder? Warum tragen Sie jetzt so ein orangefarbenes Leibchen? Wir haben einen kleinen Mist gebaut dann. Da geht mein Knast. Ach, das ist jetzt so eine Art Arrest, Arrestkleidung. Und wofür sind Sie in Arrest geschickt worden? Autounfall. Sie haben einen Autounfall verursacht? Mit Militärfahrzeug? Nein. Und wie viele Tage muss man dann im Knast sein? Kommt drauf an, 20, 30. 20, 30 Tage für so einen Autounfall? Das sind harte Sitten. Allerdings. Die Unteroffiziere sind das Rückgrat der Truppe. Ohne sie wäre jeder Kompaniechef aufgeschmissen. Auf dem Kasernenhof werden die Legionäre Tag für Tag gedrillt. Mit Kommandos wie vor 100 Jahren. Nur das Image ist neu. Das Bild von der Legion, wie wir früher gesagt haben, das sind die Mörder, die Killer und was weiß ich. Der Aspekt hat sich total geändert. Die Leute, die müssen damit fertig werden und die sehen auch, dass es was bringt. Aber hinterher nach dem Einsatz liegen immer Tote da, ne? Nicht immer. Wie ist ja nicht gesagt, dass immer Tote da sind. Das kommt darauf an, auf welche Mission es ist, welche Aufgabe es ist. Aber es müssen nicht immer Tote sein, ne?
Es gibt auch mitunter, wie wir es zum Beispiel gesehen haben, im Kongo, dass sie die Leute rausgeholt haben, auf Flughafen gefahren haben. Und das gibt unterschiedliche Missionen. Das ist ja nicht jetzt so wie früher, dass man da mit der Spitzhacke aufeinander zugegangen ist. Das ist heute schon ein bisschen verlaufen. Das sind alles mehr politische Probleme. Und wir versuchen eben halt auch, wie zum Beispiel in Somalien, den Reis auszugeben und die Sicherheit im Land wieder da rauszubringen. Nicht jeder hat den Rollenwechsel schon verkraftet. Aber einige sehen in der Legion, so paradox das klingen mag, längst ein Modell für ein multikulturelles Miteinander. Ich kann Ihnen sagen, ich möchte, dass die Welt sieht, in der Fremdenlegion ist es möglich, dass einer aus dem Tschad kommt und aus Afrika oder irgendwoher und lebt mit dem Deutschen, mit dem Belgier, mit dem Franzosen, mit dem Chinesen im selben Zimmer. 4 Monate zusammen. Und der Kapitän, der Spieß, die kümmern sich darum, dass das immer alles schön abläuft. Und wenn einer nach 4 Monaten sieht, dass das geht, dann bleibt er. Und wenn er meint, dass es nicht geht, dann geht er weg. Und die Pourcentage, der Kapitän kann Ihnen das sagen. Quel est le pourcentage à peu près? De ceux qui restent. Ah, de ceux qui restent, 84%, 80%, vers 90%. Das sind 20%, die bleiben nicht. Und von denen, die alle engagieren wollen, wir nehmen nicht alle. Die Welt heutzutage, auch in Deutschland, die Leute sind so egoistisch eingestellt. Da arbeitet jeder auf sich selber hin, auf seine Zukunft und auf seinen Verdienst. Und das kann man eben halt nicht gebrauchen in einer Legion. Da merken sie sofort, das schaffen sie nicht. Da gibt es keinen Computer, da gibt es kein Nintendo. Die Mofa gibt es ja auch nicht. Da gibt es die Mofa, die sind an der Füße geklebt, da 150 Kilometer laufen. Das ändert die Welt, das ändert die Welt. Die Leute sind nicht mehr so rustig. Der Lebensstandard hat sich geändert. Das nicht jetzt mit wegen den, dass die 18 Jahre bei den Eltern sind. Das ist nicht dasselbe für mich. Das war schon immer so. Was anders war es eben halt früher, weil da hat man draußen auf der Straße gespielt, was man heutzutage nicht mehr ganz so macht. Ne? Da hat man die Straße im Zimmer. Ne? Und die jetzt kommen, die suchen den großen Abenteuerspielplatz? Ja, richtig, stimmt. Auch hier in Castelnaudary bietet ein Schloss aus dem 18. Jahrhundert den Offizieren einen repräsentativen Rahmen. Heute feiern sie den Abschied zweier Leutnants, die nach Übersee versetzt werden. Die Offiziere der Legion sind ganz überwiegend Franzosen, zumeist Absolventen der École Militaire und nur auf Zeit abkommandiert. Dass einer der Ausländer es vom Rekruten bis zum Hauptmannschaft oder noch weiter, ist eine seltene Ausnahme. Und dass diese wenigen von ihren Männern nicht nur respektiert, sondern verehrt werden, liegt auf der Hand. Was hat das denn mit der Blutwurst auf sich? Die Blutwurst, das ist eine alte Tradition, ja. Das ist eine ganz alte Tradition, die ist schon 150 Jahre alt und das war schon immer so, ja. Blutwurst und Weißwein, ja. Das ist einfach so. Kennen Sie die Bedeutung? Ja, die Bedeutung von der Blutwurst, das ist, ich glaube, das kommt vom Tonkin oder so, ja, 1865 oder so, ja. Was man in der Legion am meisten hat, sind die Traditionen. Ja? Die Traditionen, auch wenn sie vage sind, aber ab einem gewissen Moment behält man sie und dann macht man das so weiter. Ja? Finden Sie das gut, dass es so traditionell aufgebaut ist? Ja, die Tradition, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ursprung der Legion. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Ja? Weil man feiert viel die Tradition und das gibt halt einen Rückhalt. Vor allem jetzt, wo es eine neue, moderne Armee wird. Ja. Aber wir bleiben Legionäre, ja, und das ist für uns das Wichtigste. Weil die Tradition ist davon. Ja. Das ist Calvi auf Korsika, der Standort des 2. Fallschirmjägerregiments. Von dieser Eliteeinheit hat man uns schon viel erzählt, mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Bewunderung. In den 4 Kampfkompanien tun nur die härtesten Legionäre Dienst.
Jeder ein Spezialist für militärische Sonderaufgaben, in ständiger Alarmbereitschaft. Diese hier sind auf amphibische Kommandounternehmen trainiert. Zwei Leute, die werden sich bereit zu machen, um zu tauchen, um den Fluss zu überqueren, um die andere Seite zu erkunden. Und zwei Leute werden zuerst die Sicherung machen hier, die Kajaks verstecken. Und sobald die anderen die andere Seite erkundigt haben, werden sie auch rüberschwimmen. Und die haben dann das ganze Material dabei, was sie brauchen, um eine Sabotageaktion zu machen. Explosiv, Sprengstoff, Waffen, Munition und auch Wasser und was sie brauchen, um zu überleben hinter den feindlichen Linien. Oben in den Bergen bereiten sich die Scharfschützen der 4. Kompanie auf eine Geiselbefreiung vor. Das Szenario ist aus der afrikanischen Realität abgeleitet. Rebellen haben eine Farm überfallen und drohen mit der Ermordung von Zivilisten. Mit Präzisionsschüssen aus 300 Meter Entfernung sollen sie ausgeschaltet werden. Unter dieser Tarnung verbirgt sich Thorsten Ortleb aus Erfurt, der das Schießen schon bei der Nationalen Volksarmee der DDR gelernt hat. War die Aktion jetzt gelungen? Ja, man kann schon sagen, ja. Das heißt, im Ernstfall hättet ihr die Geiseln jetzt befreit? Normalerweise werden sie jetzt befreit, ja. Ist das denn, ich sag mal, eine Übungslage, wie Sie sie von der NVA auch kannten? Nein, das war völlig was anderes. Wieso? Ja, ich war bei der Marine gewesen, also da macht man sowas nicht. Nee, das ist klar. Aber welcher Unterschied besteht zwischen der Volksarmee und der Legion für Sie? Ja, ein ganz großer, also das Abenteuer und das, was wir sehen und das, was wir machen. Also die interessanten Dinger, Kommandodinger, die Kommandoausbildung, die wir hier machen, das alles, tja, das hat mein Parteienfahrer nicht gehabt. Ist für Sie die Legion eine Heimat, ein Vaterland, wie das immer heißt? Heimat, ja, Vaterland. Also das ist meine zweite Heimat hier. Und die erste? Ja, der erste ist noch Deutschland. Ich meine, rein theoretisch wäre es ja möglich, dass Ihnen mal befohlen wird, auch auf Deutsche zu schießen. Können Sie sich das vorstellen? Rein theoretisch, ja. Wenn ich mal Befehl kriege. Ja, und dann? Ja, dann schieße ich. So einfach ist das. Wie eh und je funktioniert die Fremdenlegion nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Die Legionäre bewahren Frankreich den Großmachtstatus, weil sie überall auf der Welt französische Interessen auch militärisch durchsetzen können. Und wenn die Sache mal schief geht, dann liegen in den Särgen wenigstens keine toten Franzosen. Gehe wohl, sauber, 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 sau